Nun habe ich auf meinem Kanal schon wirklich einige Arten getestet, um online Geld zu verdienen. Bezahlte Umfragen, Fiverr, Bitcoin Mining, Twitch Stream, Online Poker, Aktienhandel und vieles mehr. Heute habe ich erfahren, dass man auch einfach fürs Zocken bezahlt werden kann. Gibt's nicht, denkt ihr euch jetzt vielleicht? Doch, gibt's. Und so funktioniert's. Es gibt in unserem vereinfachten Beispiel drei Parteien. Die Geld-App, den Nutzer, also mich, und die Entwickler des Spiels, das wir spielen werden. Die Geld-App sagt jetzt zu dem Entwickler, hey, ich kann dir neue Nutzer beschaffen, wenn du mir dafür Geld gibst. Deal. Dann sagt die Geld-App zum Nutzer, also mir, hey, du bekommst von mir etwas Geld, wenn du dieses Spiel downloadest und eine Weile spielst. Deal. Aber was hat nun der Entwickler davon? Naja, zum einen wird sein Spiel durch meinen Download im App Store höher gelistet und zum anderen besteht die Chance, was ich zwar nicht vorhabe, aber dass der Nutzer langfristig bei seinem Spiel bleibt und In-App-Käufe tätigt oder Werbung schaut. Aber lohnt sich das? Ich meine, es klingt ja schon ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Für die nächsten 48 Stunden werde ich jetzt also nichts tun, außer Videospiele zu spielen und herausfinden, wie viel ich dafür bezahlt werde und vor allem, ob ich überhaupt bezahlt werde und wie lange es dauert, bis das Geld auf meinem Konto ist. So, mal schauen, ob der Spaß funktioniert. Die Geld-App mit 5 Sternen und extrem vielen Bewertungen, dann kann es ja eigentlich nur gut sein, würde ich sagen. Ah, okay, 30 Credits als Geschenk, ja wunderschön. Play State of Survival, Complete Headquarters Level 21, Redeem Your Points, New Users Only. Da kriege ich 17.600. Alter! Das wären ja schon über 10 Euro. Das wären tatsächlich fast 15 Euro. Komm, ich zieh das durch. Start Aufgabe. Boah, ich glaube, das ist das Spiel, für das ich immer so richtig eklige Werbung gekriegt habe. Oh no. Jetzt haben sie mich doch gekriegt. Sag mal, lohnt sich das? Da kann ich meine eigene Abdennungsgap eigentlich auch reinschmeißen, um neue User zu kriegen. Ich meine, selbst wenn ich jetzt wirklich die ganzen 2 Tage jetzt brauchen würde, nur um das zu kriegen, 2 Tage lang zocken für 15 Euro ist halt echt auch schon not bad. Die Frage ist, wie lange muss ich denn das jetzt überhaupt spielen? Wie lange dauert das? Headquarter Level 21. Das Ding ist jetzt Level 4. Das wird ewig dauern. Das wird auch nicht leichter. Ich probiere mal ein anderes. Vielleicht gibt es ja auch leichtere Angebote. Okay. Hier muss ich nur Level 2 erreichen. Das klingt easy. Das kriege ich hin. Ich spiele den ganzen Abend über das Ritterspiel und bin auf einem guten Weg, Level 2 zu erreichen. Glaube ich zumindest, denn aufgrund der schlechten Übersetzung in der Money-App bin ich mir nicht 100% sicher, was gewollt ist und was ich überhaupt tun muss. Um weitere Gegner zu besiegen, brauche ich 6 Ausdauer. Leider regeneriert sich nur ein Ausdauer pro 6 Minuten. Das heißt, ich kann mich, außer ich gebe echt Geld aus, versteht sich, nur alle 36 Minuten zu meinem Ziel vorkämpfen, bei dem ich ausgezahlt werde. Hoffentlich. Bevor ich jetzt noch mehr Zeit reinstecke, will ich erstmal mit einer mini kurzen Aufgabe testen, ob die Credits überhaupt gut geschrieben werden, wenn ich etwas erledige, oder ob ich komplett über den Tisch gezogen werde. Und diesmal wird mir auch klar, warum die App so gute Bewertungen hat. Ein Angebot, bei dem man 100 Credits bekommt, nur für einen Klick auf die 5 Sterne. Und siehe da, die Belohnung hat uns erreicht. 5 Sterne verdient die App bisher aber noch nicht, also ändere ich das ganz schnell wieder zurück auf einen Stern. Die Belohnung bleibt. Als nächstes anscheinend ein kurzes Quiz. Wie viele Würfel sind in diesem Bild? Was ist der meistgestreamte Song auf Spotify? Die Fragen sind zuerst sehr leicht und bei den schweren Fragen am Ende google ich die Lösung einfach. Ich bin ja nicht dumm. Trotzdem, nur 70% richtig. Aber wenn ich dieses nächste 3-Minuten-Quiz absolviere, kann ich die fehlenden Punkte nachholen und bekomme trotzdem meine Belohnung. Okay, sind ja nur 3 Minuten. Obwohl rechts oben steht Receiving Reward, nichts. Immer noch 130 Credits. Tägliche Belohnung, abgeholt. 20 Credits. Werde gefragt, ob ich Werbung schauen will, für mehr Credits. Ja, will ich. Kryptowerbung, keine Belohnung. Toll. Ich mache noch eine Weile weiter. Mental geht's mir richtig schlecht. Es ist spät. Naja, vielleicht gibt's morgen bessere Aufgaben. Die ändern sich nämlich tatsächlich regelmäßig. Und vielleicht kann ich mir dann meinen Bonus holen mit der angesparten Ausdauer in der Ritter-App. Weiter geht's in meinem neuen Job. Da kann man sich auch mal raussetzen bei so einem schönen Wetter. Danke für den Support. Hoffentlich erhältst du, ja, cool. Genau. Ich krieg eigentlich in diesem Game auch nur Sachen an, die einfach irgendwie, wie gesagt, hell aufleuchten. Ich habe jetzt extrem viel Ausdauer und mit dieser Ausdauer kann ich jetzt hoffentlich bis Level 2 vorkämpfen und dann meine Belohnung anheimsen, weil ich will jetzt nicht unbedingt mein Leben lang dieses eine Spiel spielen. Die Kämpfe sind halt auch relativ kurios, weil es passiert einfach automatisch. Man kann absolut nichts da irgendwie beeinflussen. Man kann manchmal auf irgendeinen leuchtenden Knopf drauf drücken, dann macht er eine Spezialattacke, aber ansonsten passiert alles alleine. Visuell sieht es aber schön aus, also wenn man das jetzt noch steuern könnte, dann könnte es ja schon fast wirklich Spaß machen, hier zu kämpfen. War's das? Hä, das sieht aus, als wäre es der letzte gewesen. Nee, da kommt noch wer. Mutierter Baum 2. Ist das Stufe 2? Ist das ein Gegner Stufe 2? Ist das das, was wir noch machen müssen, bevor wir aufhören können? Hier gibt es sogar ein YouTube-Video darüber. Das ist ja geil. Ich muss die Academy und dann Monster Hunt hochleveln. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. Scheinbar bin ich die ganze Zeit auf dem falschen Pfad. Habe ich schon eine Academy? Ihr Monsterjagd. Okay, Monsterjagd Level 1. Forschung.
fertigstellen. Ich habe ja ein bisschen von der Premium-Währung über. Let's go, Matze hat Level 2 Forschung. Ach so, da brauche ich jetzt erstmal alles. Ja, moin. Also, dann mache ich erstmal die Akademie auf Level 7. Und man kriegt ja in solchen Spielen immer ein bisschen gratis Premium-Währung, damit man richtig schön süchtig wird davon. Ach so, und für Level 6 brauche ich jetzt eine Burg Level 6. Gut, dann mache ich die Burg Level 6. Und für Burg Level 6 brauche ich eine Burgmauer Level 5. Dann machen wir mal fertigstellen, bestätigen. Dann brauche ich noch den Tresor Level 5. Der ist aber aktuell erst Level 3. Dann mal beenden, bestätigen. So, nochmal verbessern, jawohl. Jetzt kann ich die Burg verbessern. Die kostet 200 Edelsteine. Okay, wir machen das einfach mal. Das klingt aber plausibel. Also, das klingt so, als könnte ich das heute hinkriegen. Aber jetzt heißt es erstmal warten. Oh, hier ist ein Angebot, bei dem man einfach sich nur anmelden muss und sonst gar nichts. Und schon kriegt man eine Belohnung. Mal schauen, ob das überhaupt stimmt. Herzlichen Glückwunsch, Nutzer. Sie sind eine der 7 Personen, die für die Teilnahme am Treueprogramm. Okay. Ja, aber das will ich doch gar nicht. Okay, ich darf nochmal drehen. Cool. Ja. iPhone 12. Ja, nee. Hat aber wohl nicht funktioniert. Oh, man. So, also theoretisch sollte ich jetzt, sollte das jetzt mal gehen. Es dauert jetzt angeblich 8 Stunden, aber ich weiß nicht wieso. Aber ich kann ja die ganze Zeit auf Hilfe klicken. Dann kommen irgendwelche Leute aus einer Gilde. Und dann dauert es plötzlich nicht mehr so lange. Genau, jetzt dauert es nur noch 40 Minuten. Ich habe dem Level 2 Monster nur 0,01% Leben abgezogen. Das dauert noch Wochen, bis ich den Kollegen besiege. Warte, da stand doch, ich muss ihn nur angreifen. Oha, das war noch nicht mal Scam. Ich habe tatsächlich die 2500 Credits bekommen. Ey, aber das ging jetzt relativ flott. Hat mich nur einen halben Tag gedauert. Genau, jetzt muss ich nur noch mal so viel kriegen. Und dann kann ich überprüfen, ob ich das Geld auch wirklich auf mein Konto kriege oder so. Als nächstes entscheide ich mich dazu, ein Farmspiel zu spielen, welches ähnliche Spielmechanismen hat wie die anderen Mobile Games. Wartezeiten, künstliche Verknappung von Spielfunktionen und sogar ein Casino. Aber immerhin soll es 3840 Credits geben, wenn ich Level 16 erreiche. Also spiele ich bis spät abends und wechsle in den Wartezeiten immer wieder zum Zombie-Spiel vom Anfang, das sogar 17.600 Credits, also 13,50 Euro bringt. Wir haben es gerade schlappe 2.30 Uhr. Ich bin in einer Endlosschleife gefangen. Das ist wirklich die komplette Verdummung. Es macht wirklich einfach permanent wütend. Es macht permanent einfach aggressiv, wie dumm diese ganze Branche ist. Ich mache alles, um herauszufinden, ob ich hier draufklicken kann und mir die 5 Euro PayPal sichern kann. Ich gehe jetzt ins Bett, sonst sterbe ich. Gute Nacht. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bin ich gleich Level 16. Und wenn ich Level 16 bin, dann kann ich das endlich machen. Okay, so. Level 16, Glückwunsch, neues Level, cool. Ja, schön. Aber was viel besser ist, ich kann jetzt endlich aufhören. Wenn ich jetzt zurück zur Money-App gehe, müsste ich jetzt die 2500 Dinger kriegen. Oh, da sind sie sogar da. Geil. Hä, sogar mehr als gedacht. Cool, ich dachte, ich kriege... das war mehr als gedacht. Vielleicht sind auch noch ein paar andere Sachen endlich nachgetragen worden, die ich eigentlich schon lange gemacht habe. Dann ist jetzt tatsächlich der Moment der Wahrheit. 5 Euro PayPal steht jetzt eigentlich nichts mehr im Weg. Deswegen würde ich sagen, kann man eigentlich mal draufklicken und schauen, ob sich das alles gelohnt hat. Gelohnt hat sich jetzt trotzdem nicht, also auch wenn es jetzt funktioniert hat. Aber dann würde ich mich wenigstens ein bisschen weniger verarscht vorkommen. Deswegen... 5 Euro PayPal. Okay, geben Sie Ihr PayPal-Konto an. Machen wir. Glückwunsch, Ihre Auszahlung, Auftrag ist erfolgreich. Eine E-Mail wird die Fertigstellung in 3 Tagen zu bestätigen. Dauert jetzt scheinbar bis zu 3 Tage. Vielleicht geht es ja auch schneller, da steht ja bis, dann heißt es jetzt warten. Im Endeffekt habe ich jetzt 40 Credits für 2x täglichen Login bekommen. 100 für die Bewertung, 2560 dafür gegen ein Level 2 Monster heroisch gekämpft zu haben und 3840 dafür Level 16 in der geldgeilsten Farm-App aller Zeiten zu erreicht haben. War nur ein Witz, diese Apps sind alle geldgeil. Ich habe übrigens auch 1120 Credits für ein Hörbuch pro Monat und 800 Credits für die Testversion einer Virenschutz-App bekommen, wofür ich meine Kreditkarte angeben und danach direkt das Probeabo kündigen musste. Aber die 6500 Credits für die 5 Euro Auszahlung hätte ich auch ohne das geschafft. Bisher ist das Geld übrigens noch nicht angekommen. Der Bezahlungsstatus ist noch ausstehend. Ich glaube aber, dass mich das Geld durchaus erreichen wird. Genau wie in dem Video, in dem ich mal die bezahlten Umfragen getestet habe, wo es halt einfach noch 2-3 Tage länger gedauert hat. Aber ich werde euch auf jeden Fall in meinem Instagram in der Story am Laufenden halten, sobald das Geld angekommen ist, damit ihr da Gewissheit habt. Also schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht wurde es zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt online kommt, ja schon überwiesen. Aber hat es sich jetzt gelohnt? Naja, also beim Umfragenvideo, wo ich immerhin noch 5 Euro am Tag bekommen habe, habe ich ja noch das gesagt. Aber dafür, dass man da gar keine Voraussetzungen hat, man sich einfach mal eben anmelden kann und dann einfach mal am Abend eine Stunde lang da einfach mal ein bisschen rumtippen kann. Und als ich ein Schüler war mit 16, 17, da waren 30 Euro in der Woche halt echt viel Geld, die ich für irgendwelche dummen Pay-to-Win-Spiele ausgeben hätte können. Aber 48 Stunden in der Mobile-Game-Hölle gefangen zu sein, zwischen dreister Werbung, betrügerischen Umfragen und langweiligen Apps, das lohnt sich für niemanden.
geht lieber Zeitung austragen.